Folge. Und damit herzlich willkommen zum 14. Adventstürchen hier im Gameboy Dezember. Wir zocken Solar Striker, im Januar 1990 rausgekommen für die Nintendo Gameboy natürlich. Und wir starten direkt durch. Es ist ein kleiner Weltraumshooter. Alles kultig ohne Ende. Geht so ein bisschen Richtung Galaga. Den Fliegen und andere Backbashen. Mit einer schönen Musik im Hintergrund. Und ein absoluter Kulttitel auf dem Gameboy. So, schön wegballern alles hier. Ba, 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 bam, bam. So, oh, Power-Ups gibt's hier natürlich. Da haben wir schon Double Laser. Autsch. Alter Schwede. Die hauen ja aber ganz schön rein. Also unbedingt easy ist es nicht. Lol, haben wir schon Game Over. Aber wir lassen das nicht auf uns sitzen, ne? Wir wollen hier jetzt nicht ein 2-Minuten-Video machen. Wenn wir uns jetzt hier ein bisschen anstrengen, dann haben wir auch ein bisschen mehr davon. Soll sich wenigstens ein paar Minuten lohnen, weil dass man so schnell down geht. Alter Schwede. Aber so war das halt damals. Games waren nicht alle bockleicht, also mega leicht. Oh, shit. Ausweichen wäre in dem Fall eine wunderbare Idee. Also eigentlich, ja, zu empfehlen. Sonst sind wir gleich wieder Game Over. Und so wie ich sehe, haben wir wieder bloß noch ein Leben. Scheibe, ist das ein Game. So. Und ja, man war damals viel, viel besser. Power up. Nice. Ich sehe gar nichts mehr vor lauter... Wow. Scheibenhonig. Die UFOs kommen. So. Mist, das wäre ein Power-Up. Oh, so ein Sackgesicht. Aber eigentlich schon mal nice. Bin schon mal ein Stückchen weiter gekommen als vorhin. Skull! Aber Galaga war auch nicht leicht. So, was haben wir jetzt Schönes? Immer noch den Doppelschuss. Ach du meine Güte. Scheibe. Danke. Next Stage. Geil. Und keine extra Leben. Na super. Permanent damit zu tun, den blöden Kugeln auszuweichen, weil One-Hit-Kill.
Ist das irgendwie so scheiße? Ich hatte gerade einen Dreierschuss. Säcke! So eine Sackgesichter. So eine Saftnasen. Und schon haben wir wieder Game Over und haben unser Score natürlich geschlagen. Ich sag jetzt mal, alle guten Dinge sind 3. Ja, es ist schon mies ohne Continuum. Wenn man down ist, ist man down. Dann fängt man schön wieder gearscht, wieder am Anfang an. Aber wir haben es immerhin bis in den zweiten Level geschafft. Scheiße. Sorry, das habe ich jetzt nicht gesagt. Habe ich das gesagt? Na, das habe ich nicht gesagt. So, und Power Up. Das ist so bitterböse. Schön wegflashen hier. Da sind die UFOs. Komm schon. Dankeschön. Also wirklich, Konzentration par excellence. Okay. Ah, oh, es kommt ja wieder der Sack hier. Am besten gar nicht auf den Gegnerlinsen, sondern wirklich nur auf die scheiß Kugeln. Und damit haben wir ihn gebasht. Schön, dass wir es nochmal in die nächste Stage geschafft haben. Aber wieder nur mit einem Leben. Ist doof. Aber gut, die Lernkurve ist groß bei dem Spiel. War schön, kurze Zeit hatten wir ein richtig geiles Mega-Porno-Item. Und welche Raketen oder was das waren? Na gut, Celery, ne? Okay, alles klar. Alle guten Dinge sind 3 gewesen und wir haben es probiert mit Solar Striker. Das Spiel ist schon schwer, also es ist schon ein bisschen hardcore. Aber es war auf jeden Fall lustig und ich hoffe, es hat auch euch gefallen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Abonnieren, kommentieren und liken nicht vergessen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Retro Basti. Ciao!